Das Gewusel war groß am Dienstagmorgen an der Weidner Albert-Schweitzer-Schule. Das erste Mal im Leben Schule, für die Schulanfänger wohl aufregende Minuten. Und dann mussten alle Kinder erst einmal ausfindig gemacht werden. Die Namen verraten es, die Schule ist bunt. 20 Nationen werden hier unterrichtet. Eine Herausforderung, die bisher an der Schule immer sehr gut gemeistert wurde. Auch Flüchtlingskinder werden an der Albert-Schweitzer-Schule unterrichtet. Flüchtlingskinder sind bei uns sowieso herzlich willkommen. Wir freuen uns über jedes Kind, das da ist. Und es wird mit offenen Armen aufgenommen, nicht nur von der Schule, sondern auch von den Klassenkameraden. Es ist eine offene Willkommenskultur, die an der Schule gepflegt wird. Und so sind auch in dieser sogenannten flexiblen Kombiklasse Flüchtlingskinder. Die Erfahrungen mit ihnen sind sehr gut. Sie lernen die deutsche Sprache innerhalb weniger Monate, also sehr schnell, werden so in der Klasse auch sehr schnell integriert. Unsicher sei aber noch, wie viele Flüchtlingskinder in diesem Schuljahr der Albert-Schweitzer-Schule zugewiesen werden. Wir haben noch keine Zahlen, also eigentlich überhaupt nicht. Die Rede ist davon, dass nach Weiden 200 Personen kommen. Es ist aber unklar, wie viele davon Kinder sind. Und es ist erst recht unklar, wie viele Kinder in dem für uns interessanten Alter kommen. Also Überraschung, und wir stellen uns auf alles ein, was passieren könnte. An der Schule wird es ab Montag eigens eine Förderklasse geben, in der Flüchtlingskinder in der deutschen Sprache verstärkt unterrichtet werden. Für die Kinder ist jetzt erst einmal Spannung da, was auf sie zukommt. Ja, ich freue mich in die Schule. Ja. Dass du was lernen kannst? Ja, dass ich dann zu Hause gucken kann, was in meiner Schultüte ist, weil die ist richtig schwer. Und da weißt du noch nicht, was drin ist? Ja, ich habe fast gedacht, dass ein Pfund Sachen drin für ein Motorrad. Auf was freust du dich? Auf die Hausaufgaben. Wie kann man sich auf Hausaufgaben freuen? Weiß ich jetzt nicht. Allen Schülern gilt jetzt erstmal ein Wunsch, nämlich der eines guten Starts ins neue Schuljahr.